Hi, gute Wiede, sind wir wieder. So, und die Phönixa möchte gern wissen, über was sie beim Sex nachdenkt, oder? Genau, das würde ich gern von euch wissen. Ich brauche Inspiration. Okay, dann passt das einfach mal. Was du für Gedanken hast. Das passt so, für die Faust. Ich brauche Inspiration, über was ich nachdenken soll. Ekelhaft, worüber du beim Sex nachdenkst. Hat das noch genommen? So, also. Der Schutzfuchs schlägt vor, ich sollte doch über Schwerbehinderte nachdenken. Der Sachse sagt, ich sollte lieber über meine Schwarze. Gut, dass der Sachse das sagt. Curse of the Dungeon. Curse of the Dungeon. Ich sollte aber auch mal über ein gestealter Pentakill nachdenken. Was? Ja, also im Shooter, das passt so hundertprozentig zu dir. Oder also, über Nachdenken hilft vielleicht. Die Plazenta. Ich sollte über die Plazenta nachdenken, definitiv. Außerdem sollte ich nachdenken über Linsens Raven. Ich finde, meine schwarze Seele. Das war okay. Bei den Rest vom Sachsen. Ich habe ja gesagt, das passt wie die Faust aufs Auge. Das ist hundertprozentig korrekt. Aha. Ja, definitiv. Oh, der Schutzfuchs ist drin. Donald Trump gewinnt seinen Wahlkampf nur durch das tut mir leid, das ist eh zum Bilden. Das passt. Das. Ja, Donald Trump gewinnt seinen Wahlkampf nur durch ein Scheiß um dieses Welt gemacht. Ja. Stimmt. Aber auch mit Make-A-Wish. Ich bin der Donald. Ich würde gern Präsident werden. Sklaven. Es steht bisher Hand in Hand. Also. Ja, das passt alles. Es hört nicht auf. Also. Ersche, wirklich sehr viele Ersche. Ah, die Mecklenburg-Stiftung. Ah. Danke! Das war eine Zufallskarte. Ich dachte, die hebe ich mir auf. Ah, wie geil. Ah. Da sagst du. Schrieb ein Buch über mit dem Titel. Oh man, gut. Das passt. Das ist gut. Wer schrieb ein Buch über was? Gott schrieb ein Buch über Schwule. Also heißt dann Bibel oder was? Oh. Mit dem Titel. Bibel 2.0. Schwule. Das oder Angela Merkel. Angela Merkel schrieb ein Buch über eine romantische Verbindung zwischen zwei Listen und Lieblingsäpfel. Also im Prinzip ist Angela Merkel wie Gott. Ja, irgendwie schon. UNICEF schrieb ein Buch über Kinder an einer Leine. Oh. Das ist von Phönixa 100 Pro. Hitler schrieb ein Buch über schlecht getimte Holocaust-Witze. Also. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das war vom Sachsen, aber. Ich spiele ja gar nicht mit. Ja, das weiß ich. Stalin schrieb ein Buch über einen Einmarsch von Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen auf einem weißen Hengst. Europa nicht also sagen, überlassen. Der überzeugt mich. War ja klar. War ja klar. Ich hätte mich schwören können, der UNICEF war von Phönix, aber doch nicht. Nee, Hitler war von mir. Gut, darum frage ich überhaupt. Du bist also schuld. Oh, in der letzten Zeit häufen sich die Google-Suchanfragen zu dem Thema. Ich glaube, das liegt an. Puh. The other players are selecting. Boah. Hm. Boah.
Das ist doch alles doof. Dim, 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 dim. Kuchen. Ach, keine Ahnung. Boah, dann bin ich endlich weg. Die Google-Anfragen zum Thema Japaner, die nicht gut in Mathe sind. Und ich glaube, das liegt an Ausbeutung. Aha. Warte mal. So Anfragen zu dem Thema Hungersnot. Ich glaube, das liegt an Gandhi. Die Anfragen zum Thema, ich suche Anfragen zum Thema ein einsamer Schama. Ich glaube, das liegt an kaputt. Geht nicht. Nur mal draufdrücken. Nee, es dauert einen Moment. Beyoncé Knowles. Was weiß ich? Beyoncé. Ja, Beyoncé. Beyoncé. Knowles. Viel besser. Beyoncé ist viel besser. Die Suchanfragen zu dem Thema. Irgendwas mit Waschbären. Ich glaube, das liegt an 100% geben. Hä? Ja. Das fing gut an. Suchanfragen zum Thema. Erektile Dysfunktion. Ich glaube, das liegt an so wütend werden, dass man einen Ständer bekommt. Die finde ich gut. Yes. Die war irgendwie schwierig. Ja. Mhm. Wenn man nur Packkarten hat. Ja. Also ich hätte sie jetzt auch nicht machen können. So und so. Führt zu hemmungslosem Sex. Ja, was führt denn jetzt zu hemmungslosem Sex? Okay, abpass. Bitte nicht. Alter. Ich habe noch mehr Fahrstuhlmusik auf Lager. Ach, keine Ahnung, mach auch was an euch. Okay, also, die Pseudonymer ist der Meinung, Kaldi, der am Bahnhof auf zwei Minderjährige wartet, führt zu hemmungslosem Sex. Wenn Kaldi vielleicht auch minderjährig ist, könnte das möglich sein, andersfalls hoffe ich es nicht. Außerdem, die Phoenixer ist der Meinung, erotisierendes Rülpsen führt zu hemmungslosem Sex. Das wussten wir noch gar nicht, das finde ich aber eine sehr seltsame Vorstellung. Der Schutzfuchs ist der Meinung, dass der Kindergeburtstag mit zwei Kindern Benzin zu beenden, das führt zu hemmungslosem Sex. Dann haben die Eltern wieder was zu tun. Der Sachse ist der Meinung, dass ein Pavian, der sich mit einem Dildo am Arsch kratzt, zu hemmungslosem Sex führt. Ich weiß, vielleicht ist das dann auch einfach nur Masturbation, aber schön für den Pavian. Und der Uncut ist der Meinung, dass ins Gesicht kacken zu hemmungslosem Sex führt. Puh, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Also was auf jeden Fall, glaube ich, irgendwie vielleicht möglicherweise zur autoerotisierenden Wirkung führt, ist der Pavian, der sich mit dem Dildo am R... Aber erotisierendes Rülpsen ist ja zumindest schon erotisch dabei. Danke. Ach, das ist doch nicht dein Ernst. Danke. Nimm doch nicht so Warte. Uncut, das war nicht erotisierend. Was hat Vin Diesel zu Abend gegessen? Der kann mich mal essen. Mich auch. Oh Gott, ist der schlecht. Schatz, was hat er denn nur gegessen? Hör auf zu singen, während du selber aussuchst. Was soll denn das? Ich hatte nichts. Also, Vin Diesel hat Folgendes gegessen.
Ah ja, ja, möglich. Möglich. Warum nicht, ne? Katapulte, auch möglich, ja. Britney Spears mit 55. Mal schnell. Wie alt ist der denn dann? Diese? Weiß nicht. Außerdem Kinder mit Arschkrebs. Ich glaube ich nicht. An dem ist mehr dran. Das Blut Christi. Das hätte er doch, wenn er getrunken. Kann man auch essen, wenn man es kocht. Das war super. Ich finde Katapulte am besten. Das passt am besten. Was? Katapulte. Ich gewinne mit Katapulte. Die anderen sind doch alle blöd. Hä, aber Eier, warum denn nicht? Ich hatte das Blut Christi, hatte ich auch, aber ich wollte es nicht nehmen. Aber Eier sind so normal. Ja, Kinder mit Arschkrebs auch. Nein. Oh. Und ist mein Sexleben. Deins jetzt, oder? Meins jetzt, ja, ja, meins. Ach so, okay. Gut, dann nehmen wir das. Ja, dann nehmen wir das und das. Das ist so böse. Oh, ja, meins ist auch nicht gerade nett. Also, meins ist ein bisschen traurig. Bisschen traurig? Nicht vorhanden und imaginär, oder was? Na, Schwester, was ist dein Sexleben? So, mein Sexleben ist... Willst du das wissen, sagst du? Schalt lieber Mösenpups und ein Mikropenis. Das ist mein Sexleben. Das ist sozusagen viel Luft nach oben, hä? Ja, ja. Das kommt dann immer wieder raus. Oder vielleicht ist es auch Schwarze und Kinder mit Arschkrebs. Wie gefallen denn die Kinder da so gern? Ich habe keine Ahnung. Es ist ein eigenartiger Nazi-Zombie-Porno und Sex in der TARDIS. Oder ist mein Sexleben doch eher den Boden sauber lecken und ihr den Hintern versohlen? Vielleicht ist mein Sexleben auch einfach übergroße Lollis und eine Analperlenkette. Also, bis auch schnell rausgezogen wird. Also bis auf das Zweite muss ich sagen, das kann in vielen Fällen, glaube ich, wirklich super passen. Ja, Walking Dead und so, ne? Oh. Oh, hallo. Oh. Mach doch nicht so eine kurze Folge jetzt. Ich fand die Lollis schon spannend. Hallo, wir spielen bis 8 Punkte, oder? Ja, und ja. Du hast 8. Nein, ja, sieben. Ich habe 7. Ach so, das zählt schon gar nicht. So. Ja, das kommt gleich erst. Ja, gut. Dann haut mal raus. Er verklebt, der Fuchs. Ja, alles klar. Ja, das gute rote Fell ist alles verklebt. Ja, schauen wir mal. Ja, naheliegend. Es wäre schön, wenn du es vorlesen würdest. Du musst es doch lesen. Warum bin ich so verklebt? Merkels linke Titte. Nee, lieber nicht. Dein Schwanz passt nicht in meinem Leben. Homosexualität. Ich finde, das passt. Also, ja. 72. Okay. Ich glaube, danach ist man auch verklebt. Ja. Yay, ich habe noch einen Punkt. Wobei ich die Messerstiche auch nicht schlecht fand. Da sächsisch dran. Adolf Hitler ist hier. Ach, passt alles nicht. Nee. Dum, 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 dum. Ja, es passt. Das fängt da noch an. Oh nein, er singt auch. So, Adolf Hitler ist hier um. Im 9 Volt Trade Center Land. Ausgehend ist er hier, um Schamhaarsalat mit Menstruationsdressing zu essen. Er ist außerdem da, die Verletzung der meisten Menschenrechte. Man muss sich ja auch darum kümmern. Weiterhin ist er da, um botanisches Essen zu tun. Oder um richtig abzubirnen. Also ich muss sagen,
Aber die beiden passen gut zusammen. Mhm. Ja. Habe ich lange aufgehoben, die Karte. titelt mich mehr als... Tiltet. Tiltet. Entschuldigung, tiltet. Mit was übers, was tiltet? Was bedeutet das? Dass das Gehirn einen Kurzschluss hat. Ach so. Moment. Zu spät. Tiltet mich. Nee, warte mal. Also, Pädophilie tiltet mich mehr als heiße Apfeltaschen. Mhm. Stimme ich zu. You can eat Shrimps für 5 Euro. Mehr als Katja. Was weiß ich? Wie heißt denn die Krasavitsch? Die Krasavitsch. Die YouTuberin. Also, sie möchte man die kennen? Nö. Ja, das ist so eine Porno-Schlampe. Eine Pantomime. Ein Schlaganfall, genau. Ein Pantomime, der einen Schlaganfall hat. So, titelt mich mehr als ein kaputtes Kondom. Macht er jetzt Pantomime? Card Against Humanity titelt mich mehr als Blowjobs während der Autofahrt. Okay? Und in einer Schule den Feueralarm auslösen und dann Amok laufen titelt mich mehr als fabelhaft sein. Oder? Fabelhaft sein. Für euch, die sind alle doof. Ja, ich weiß. Ja. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich es nicht vom Hisho erwische. Tja. Hm. Ansonsten habe ich gewonnen. Hm. Das wäre ganz schlimm. Mhm. Ja. Gib mir einer einen Tipp. Mhm. All you can eat shrimps. Mhm. All you can eat shrimps klingt gut. Ja, Tipp, ja. Ach, inne, mene, mu und raus bist du. So, zack. Ich hatte den Pantomime, der einen... Aber der Pantomime ist ja geil, ne? Der Pantomime, der einen Schlaganfall hat, tiltet mich mehr als ein kaputtes Kondom. Ich fand das sehr gut, weil der Pantomime, der einen Schlaganfall hat... Geht's dem Mann gut? Wenn ich groß bin, möchte ich unbedingt einmal so und so haben oder machen. Du hast dich auch schon entschieden. Das war auch nicht darauf bezogen. Ach so. Grüße. Hallo? Mob mich nicht. Grüße. Wenn ich groß bin, möchte ich unbedingt einmal blutige Menstruationen haben. Puh, das eigentlich das ist. Wenn ich groß bin, möchte ich unbedingt einmal Möpse haben. Ja, Möpse finde ich gut. Moops. Wenn ich groß bin, möchte ich unbedingt einmal einen Objektfetisch haben. Okay. Ja. Okay, finde ich. Ja, find ich auch wenn gut. Du das gerne möchtest. Wenn ich groß bin, möchte ich unbedingt mal Hitlers Gasleitung haben. Wenn ich groß bin, möchte ich unbedingt einmal eine umfangreiche Sammlung sexuell übertragbar haben. Dann hat man es ja auch mal geschafft, ne? Oh, Möpse. Möpse finde ich gut. Hab's gewusst. Ich kenne dich. Man kann ein Leben ohne Möpse ist vorstellbar. Ich vermute mal, das war mein letzter Punkt. Ah. Ich trinke, um so und so zu vergessen. Adam, da, 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 da,
Wer? Hör auf zu gewinnen, Hisho. Nee, ich gewinne definitiv nicht. Ja, das wollen wir jetzt mal sehen. Ich trinke, um russische Kellerpornos zu vergessen. Hilft das denn? Warf man da mal nicht Wodka trinken, oder? Wodka, ich trinke, Wodka, um Wodka ist dein schönes. Eine Windmühle von Leichen zu vergessen. Und ich trinke, um Flachwitze zu vergessen, um Auschwitz zu vergessen und vor allem trinke ich, um Sebastian Edethy zu vergessen. Das ist der Pädophile von der SPD. Also der, ich weiß nicht, ob es am Ende erwiesen war. Also der hat. Bei dem haben sie ganz viele Kinderpornos auf dem Dienst. Ja, aus, weil er ja danach gesucht hat, weil er ja der Polizei helfen wollte. Ja, ja, klar. Also nicht sucht er bestimmt in russischen Kellerpornos. Das ist ja wahrscheinlich. Ja! Boah, gut, dass ich nicht die Flachwitze genommen habe, ey. Das war knapp. Echt, du wolltest knapp. Flachwitze nehmen? Ich habe drüber nachgedacht. Boah. Genuss bis zum letzten Tropfen. Hatten wir das nicht schon? Das hatten wir schon. Soll ich skippen? Mach mal. Ja, mach mal weg. Das hatten wir auch schon. Ist ein Hauptnahrungs... Oh Gott. Wenn das sagst du schon so lacht. Hab was Langweiliges. Damit kriege ich keinen Punkt. Ja. Also, was ist mein Hauptnahrungsmittel? Was war denn das da eben? Was ist gut? Die Wahrheit oder nicht so? Das ist alles wahr. So, ja dann. Ach komm. Doch das? So, Hauptnahrungsmittel ist der mumifizierte Schwanz von Napoleon. Oh, bei mir ist es noch gar nicht da. Der ist aber dann irgendwann da vorbei, ne? Der ist auch nicht so aber lang. Knusprig. Ist aber ein Hauptnahrungsmittel. Ja, außerdem Hauptnahrungsmittel sind übergroße Lollis. Ja. Du, tote Kleinkinder. Und Happy Hippos. Happy Hippos ist ein Hauptnahrungsmittel, definitiv. Macht. Macht ist ein Hauptnahrungsmittel. Ja. Das war klar, dass du lachen So, jetzt geht das ganze Spielchen so weiter, bis der Sachse auch 7 hat. Und dann sind 2, die wir nicht mehr anklicken dürfen. Ja, man muss jetzt never mal say no to. Komm, der Sack. Mach was. Der Sack. Der steht da immer so, der Sack wählt aus. Never say no to Einhörner. Ja. Never say no to geile GFSA 85. Never say no to jüdischen Burschenschaften. In Zeiten von Corona besonders. Da gibt es nicht so viel Klopapier, ne? Das stimmt. Ja, was denn, tut das Richtige mit den Nippeln machen. Komm, so. Danke! Bei mir ist alles zu langsam. Du hast noch nicht gewonnen. Geile Gilfs. Oh, wer ist denn jetzt dran? Der Sachse. Warum tut mir alles weh? Ja, scheiße, passt nichts. Oh mein Gott. Oh, das ist so schlimm. Ach.
Einen Moment. Du musst dich auch schon muten vielleicht. Ja. Mhm. Sonst brauchst du nicht einen Moment sagen. Eventuell haben wir gerade Internetprobleme. Oha. So, ja. Ah, ich bin dran. Warum tut mir alles weh? Völlig durcheinander. Ja. Warum tut mir alles weh? Richterin Barbara Salisch? Die ja, hat gut. Gewalt. Was hat die mit dir gemacht? Den Hammer geschwungen. Ja. Aber volle Kanne. Aber sie kommt wegen Kleiderbügelabtreibungen. Weißt du, wenn du das so ausschraubst, das kann ich mir vorstellen, dass das weh tut. Also kämpft mir alles weh. Ach komm, Fürze, Rülpser, ist doch eh vom Ankern. Nein. Warum tut mir alles weh? Ich bin dumm, okay. Das ist aber eine ganz geile Antwort. Warum tut mir alles weh? Die Arschbacken mit Uhu, alles clever zu verkleben. Warum tut man das? Langeweile, in Zeiten von Corona. Dann muss man nicht mehr aufs Klo. Hast du Jackass gesehen? Da sparst du Klopapier. Das stimmt natürlich, ja. Ach, ich muss die Kleiderbügelabtreibung nehmen. Ja, mir kam es logisch vor, dass einem danach alles wehtut. Ja, das stimmt. Na komm, ich komme auch noch auf 7 Punkte, Jens. Hier. Wir haben dich nicht eingeladen, weil wir dich mögen, sondern um dich auszusetzen. Jetzt kommt's. Was? Wir haben dich nicht eingeladen, weil wir dich mögen. Um dich dem und dem auszusetzen. Ah. Ja. Keine Ahnung. Mach hier einfach so lange hin und her, bis jemand alles hat und dann das nehme ich dann. Das ist eine gute Idee. Der Sack. Du siehst, da steht der Sack. Der kann sich nicht entscheiden. Also entscheidet der Sack, was ich nehme. Wir haben dich nicht eingeladen, weil wir dich mögen, sondern um dich das sanfte Gleiten eines Liedes über den Rücken auszusetzen. Aha. Um dich. Mach mal das nicht mit Leuten, die man. Der Soldat James Ryan, neu verfilmt in Stil von Slaptoon. auszusetzen. Sondern um dich, wütende Wespen in einen Glückskeks auszusetzen. Okay? Sondern um dich, öffentliches BDSM auszusetzen. Sondern um dich, Bauer sucht Frau auszusetzen. Ich finde den gut. Yes, Alter, ich komme auf meine 7. Bauer sucht Frau war aber auch nicht schlecht, ne? Ich halte das gebügelt. Ach ja, jetzt bin ich dran, jetzt kann ich gar nicht gewinnen. Erst fand ich es uninteressant, aber jetzt finde ich es geil. Die Rede ist von... Fast nichts. Find's irgendwie lustig, aber ihr wahrscheinlich wieder nicht. Na komm. Erst fand ich es uninteressant, aber jetzt finde ich es geil. Die Rede ist von Wiederbelebung von Gummienten. Was machst du da? Ich versuche die Gummienten wieder zu beleben. Okay. Habe ich da irgendwas nicht mitbekommen? Ich finde, je länger man darüber nachdenkt, desto lustiger wird. Quick, und sich das üblich vorstellt. Miep, miep, miep. Was machst du da? Ruhe, ich reanimiere. Mund zu Mund. Erst fand ich es uninteressant, aber jetzt finde ich es geil. Sich mit der Zahnbürste befriedigen und sie zurückstellen, ohne sie abzuwaschen. Boah, nee, was fand ich denn anderes uninteressant, aber jetzt geil. Kleine Schwänze, ne?
Uninteressant, aber jetzt geil. Alkoholismus. Nee. Erst uninteressant, jetzt geil. Ein angeketteter, angeknibbelter Spatzankerl. Nee. Ich find die Wiederbelebung von Gummi. Die ist klasse, ja. Die ist geil. Das hat so gepasst, ey. Die Wiederbelebung von Gummi. dermaßen doof, wie es geil ist. Was ist dieses Geräusch? Der Sachse oder der Hiesche? Oh wei. Jetzt entscheidet sich's bestimmt. Ich habe nur so Kackkarten. Ich auch. Ich auch. Nehmen wir das. Hiesche. Was ist dieses Geräusch? Rein und nie wieder raus. Nee, und wieder raus. Was? Rein. Mütze Klatze. Ach so. Ach so, muss man das betonen. Also. Ja, genau. Was ist dieses Geräusch? Hundebabys. Oh. Oh. Wer denkt denn da, man kann mit Hundebabys immer gewinnen? Hm? Was ist dieses Geräusch? Eine gut koordinierte Sinfonie von 14. Nein, Ankert. Was ist dieses Geräusch? Vielleicht ist es aber auch Veganismus. Nein. Den hört man? Ja, aber die sind alle 10 Minuten. Das wieder kein. Du hörst das Schreien der Pflanzen. Ich hatte noch diese Kackkarte. Ah, der Sachse hat gewonnen. Was der Sack gemacht? Hat gewonnen. Ah, für nix. Ein guter Versuch. Aber ich bin jetzt nicht stolz drauf. Rein und wieder raus hat Potenzial. Herzlichen Glückwunsch, dann passt es doch mit der halben Stunde. Aber ich bin nicht stolz drauf. Wir haben es in super lange Zeit geschafft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auch nicht. Ja. Der Sachse 2 hat gewonnen. Der ist der unmenschlichste von uns. Yay! Yeah. Ihr seht's nicht. Tschüss. Tschüss.